In diesem Abschnitt geht es um sogenannte lokalkompakte Räume. Wie ihr euch denken könnt, wenn das Wort lokal irgendwo auftaucht, geht es eigentlich immer um Umgebungen von Punkten. Und genauso ist es hier. Wir werden uns jetzt Räume anschauen, die nicht kompakt sein müssen, aber die auf gewisse Weise kompakt, wo Punkte kompakte Umgebungen besitzen. Und das machen wir erstmal präzise. So, das sind also Räume. Warum man sich diese Räume genauer anschaut und was die interessanten Eigenschaften sind, werden wir gleich sehen und dann auch im nächsten Abschnitt. Da wird es ein paar schöne Phänomene geben, wo wir eben dann lokal kompakte Räume brauchen. Also, ein topologischer Raum namens X heißt lokal kompakt. Wenn es für jeden Punkt, wenn S für alle X aus X und alle U Umgebungen von X eine kompakte Umgebung gibt. Eine kompakte Umgebung K von X gibt mit K Teilmenge U. Also jede Umgebung des Punktes enthält eine kompakte Umgebung. So, da kann man sich jetzt wahrscheinlich schlecht was darunter vorstellen, deswegen will ich mal kurz simple Beispiele machen. Und zwar ein Beispiel und ein Gegenbeispiel. Wir fangen mal ganz einfach mit einem sehr simplen topologischen Raum R hoch n. So, der R hoch n ist quasi als normierter Vektorraum nicht kompakt, der ist aber lokal kompakt. Denn wenn ich eine Umgebung habe von einem Punkt x im R hoch n, dann weiß ich also nach Definition von der Umgebung, es gibt eine kleine offene Kugel, die noch drin liegt. Das heißt, es gibt ein kleines Epsilon größer 0, sodass b Epsilon x noch in U liegt. So, und dann kann ich jetzt einfach mit einer kompakten Menge sehr simpel nehmen. Ich nehme einfach eine kleinere Kugel, die in dieser Kugel drin liegt und schließe sie ab. Das gibt dann eine abgeschlossene und beschränkte Teilmenge im R hoch n, die ist nach Heine-Borel kompakt. So, das heißt, wenn ich das hier habe, folgt das K, und das sei jetzt also einfach, wir nehmen jetzt einfach mal dieselbe Kugel mit Radius Epsilon halbe und schließen die ab. Die liegt dann offensichtlich auch drin, das heißt, die ist noch in U. Und ja, nach Heine-Borel kompakt, und dass das eine Umgebung von X ist, ist klar nach Definition. So, also R hoch N ist lokal kompakt, weil wir kompakte offene Kugeln haben. So, da sehen wir schon dieser Trick, da habe ich jetzt also Heine-Borel benötigt, das heißt, das klappt wirklich nur in Teilmengen vom R hoch N. Das heißt also, das zeigt sowas in, es geht in sowas wie endlichdimensionalen Räumen. Und im Wesentlichen kann man sehen, dieses lokal kompakt sein ist auch so eine Eigenschaft von endlichdimensionalen Räumen auf gewisse Weise. Weil das hier eine lokale Eigenschaft ist, kann man übrigens für die, die den Begriff schon kennen, auch zeigen, dass Mannigfaltigkeiten lokal kompakt sind. Einfach indem man sich ja, lokale Karten anschaut und da dann im R hoch N sehen kann, dass sich da kompakte Umgebungen baut, die dann in der Mannigfaltigkeit kompakte Umgebungen geben. Also das kann man da auch machen. Jedenfalls. Das ist etwas, was Lokalkompaktheit so ein bisschen widerspiegelt. So, jetzt nehmen wir nämlich ein anderes Beispiel, was nicht mehr diese Endlichdimensionalität hat, nämlich R hoch natürlichen Zahlen. Das heißt also, das hatten wir schon öfter, einfach das Produkt über alle n aus n r mit der Produkttopologie. Ja, also sowas wie R hoch unendlich, ganz anschaulich gesprochen. So, dieser Raum ist nicht lokalkompakt. So, und das kann man explizit nachrechnen. Wenn nämlich K Teilmenge R hoch N kompakt ist. So, dann weiß ich, in der Produkttopologie sind die Projektionen auf die einzelnen Faktoren stetig. Die hatte ich mit Projektion N bezeichnet. Das heißt, hier wäre, wenn ich die Projektion PRN auf K anwende, das ist jetzt eine Teilmenge von R, und ich habe gesehen, also K ist kompakt, das ist eine stetige Abbildung, und da habe ich den Satz in dem Abschnitt 4.1 gezeigt, dann muss das auch kompakt sein. Das heißt, das ist
kompakt, also insbesondere beschränkt. Für alle n aus n. Sorry, ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht, ich muss nochmal neu ansetzen. So, also das hier wäre beschränkt in R für jedes n. So, wäre aber k Umgebung eines Punktes, also Umgebung eines x in k. So, Umgebung heißt ja, es gibt eine kleine offene Teilmenge um dieses x, was noch ganz in k liegt. Insbesondere heißt es, es gibt eine offene Menge in der Produkttopologie, die komplett in K liegt. Das ist eine notwendige Bedingung. Das heißt, so gäbe es U-Teilmenge R hoch N offen mit U-Teilmenge K. So, ich weiß aber, nach der Definition der Produkttopologie, das hatten wir auch gesehen, das für die offenen Mengen gilt, wenn ich die Projektion drauf anwende, so, dann kann die nur in endlich vielen Komponenten vom ganzen Raum abweichen. Das heißt, es gilt, die n-te Projektion von U ist komplett R für fast alle n. So, und das ist ein Widerspruch, weil wir gerade gezeigt haben, also die Projektion von K ist beschränkt, also kann U nicht drin liegen, denn sonst müsste es auch beschränkt sein hier für alle n. So, also dieser Raum hier ist nicht lokal kompakt. Machen wir direkt auf der nächsten Tafel weiter. Es gibt mal wieder, das haben wir letztes Mal auch schon gesehen, dass Kompaktheit und die Hausdorff-Eigenschaft sehr gut zusammenpassen. Und das ist bei Lokalkompaktheit auch so. Da kann man nämlich Lokalkompaktheit ein bisschen einfacher ausdrücken. Satz 438. So, sei x Hausdorff-Raum dann gilt x ist lokalkompakt gilt genau dann so, also Lokalkompaktheit heißt ja, also jede Umgebung enthält eine kompakte Umgebung und für kompakte Räume, für Hausdorff-Räume ist es etwas simpler. Es geht nämlich genau dann, wenn jedes x aus x besitzt eine kompakte Umgebung. Wir müssen also einfach nur zeigen, es gibt irgendeine kompakte Umgebung. Dann folgt automatisch, dass jede offene eins enthält. Eine enthält. So, das zeigen wir mal. Also erstmal die eine Richtung, die ist trivial. Wenn jede offene Menge, jede offene Umgebung, kompakte Umgebung hat, dann gibt es eine, also das ist trivial. So, interessant ist jetzt die Rückrichtung. So, da kommt nämlich jetzt die Hausdorff-Eigenschaft zum Tragen. Das hier gilt ja wirklich allgemein. So, wir nehmen jetzt erstmal einen Punkt. So, wir nehmen eine offene Umgebung von x, sorry. So, wir müssen jetzt zeigen, dass eine kompakte Umgebung drin liegt. Wir wissen erstmal nur, es gibt irgendeine kompakte Umgebung. Das heißt, wir nehmen erstmal k kompakte Umgebung von x. So, wir wissen natürlich jetzt überhaupt nicht, ob k drin liegt. Aber wir wissen nach Definition der Unterraumtopologie, u geschnitten k ist offen in k. Wenn wir jetzt k also mit der Unterraumtopologie betrachten. So, wir wissen, das ist offen in k. Das heißt, damit folgt das Komplement davon, und das ist nämlich jetzt einfach k ohne u, ist abgeschlossen. So, und wenn wir jetzt eine abgeschlossene Menge einer kompakten Menge in einem Hausdorff-Raum, da folgt, die ist wieder kompakt. Das ist Satz 4.6. K ohne U ist kompakt. So, jetzt macht gerade die Videoanlage komische Geräusche. Ich muss mal kurz. Alles gut, okay. Ich dachte gerade, die Kamera hat sich wieder verabschiedet. So, K ohne U ist kompakt. Jetzt habe ich also X und ich habe K ohne U. Die sind beide kompakt. Wenn ich jetzt X einfach nur als die einpunktige Menge X betrachte,
So, und ich weiß insbesondere, weil U eine Umgebung von X ist, dass K ohne U nicht X enthält. Und da hatten wir jetzt den Satz, in Hausdorff-Räumen kann ich kompakte Mengen trennen. Ne, das war der Satz 4,7, ja, genau. So, das heißt, ich habe zwei kompakte Mengen, ich habe einen Hausdorff-Raum und die kann ich trennen. Das heißt also, dieses Trennen, damit meine ich, es gibt VW Teilmenge X offen mit ja, V geschnitten, W ist leer, X liegt in V und K ohne U liegt in W. So, vielleicht also nochmal als Bildchen hier gemalt. Also ich habe einen Punkt X, ich habe irgendeine offene Umgebung U. So, jetzt habe ich eine andere Umgebung K. So, das ist K und nehmen wir mal ein bisschen Farbe ins Spiel. Was ich also jetzt betrachte, ist die Menge K ohne U. Das wäre also das, was ich jetzt hier gerade markiere. Okay, und jetzt wähle ich eben ein W. Das wäre also so eine Umgebung hier von diesem Bereich. Das hier wäre mein W. Und ich habe ein V, was eben ja, das nicht enthält. Also irgendein V hier. So. Und jetzt sehen wir, dieses V spielt eigentlich keine Rolle. Denn wenn ich das jetzt nämlich habe, dann kann ich Folgendes machen. Ich nehme einfach L sei definiert als K ohne W. So, das heißt, das wäre, ja, ich kann es vielleicht nochmal, das kann ich auch mal markieren. Also K ohne W wäre dann dieser Bereich hier. So, und das ist nämlich jetzt eine Umgebung von X und da gilt nach Konstruktion, die ist kompakt und die liegt in U. Ne, und mit der habe ich es jetzt quasi geschafft. Also L ist K ohne W, ist, weil W offen in K ist, ist W offen ist und der Schnitt mit K ist dann offen in K. Das heißt, K ohne W ist abgeschlossen in K, also kompakt, wieder abgeschlossene Menge von einer kompakten Menge, Teilmenge von einer kompakten Menge. Kompakt. So, nach Konstruktion ist X in L. Und ja, da weiß ich eben auch nach Konstruktion, L ist eine Teilmenge von U. So ist es einfach gebaut. Ja. So, und jetzt habe ich quasi fast alles gezeigt. Ich muss nur zeigen, dass L noch eine Umgebung von X ist. Ja, dass also noch eine offene Menge um X existiert, die auch reinpasst. Und das kann ich jetzt einfach sehen. K geschnitten V ist eine Teilmenge von L. So, und damit kann ich sehen, weil ich da eben Schnitte von Umgebungen habe, ist das wieder eine Umgebung. Also das ist ein Schnitt von zwei Umgebungen von X, drin endlich vier, dann ist es wieder eine Umgebung. Ne, deswegen folgt, L ist Umgebung von X und damit ist X lokal kompakt. So, also ein bisschen gebastelt mit diesem Trennen von kompakten Mengen. Okay, das heißt, bei Hausdorff-Räumen ist es ein bisschen einfacher, die zu betrachten. Damit haben wir jetzt zwei Korollare. Das erste kriege ich hier noch drunter. Das brauche ich nicht mal beweisen, weil es so einfach ist. Ich brauche nur irgendeine kompakte Umgebung. Und das heißt, insbesondere, ein kompakter Hausdorff-Raum ist immer lokal kompakt. Da kann ich einfach den Raum selbst als kompakte Umgebung nehmen. Also die sind stets lokal kompakt. Da gibt es auch nichts mehr zu zeigen, das ist klar. Ja, und eine nette Folgerung gibt es noch, aber für die muss ich mal kurz wischen. Ja. Okay, wir haben gesehen, dass kompakte Hausdorff-Räume lokal kompakt sind. Jetzt wollen wir uns mal lokal kompakte Hausdorff-Räume und deren Unterräume anschauen. Denn man kann auch folgern offene und abgeschlossene Teilmengen. Im Allgemeinen geht es nicht unbedingt, aber für offene und abgeschlossene Teilmengen lokal kompakter Hausdorff-Räume sind lokal kompakt. So, und für offene Teilmengen ist das klar. Ne, weil ich eben da über Umgebungen gehen kann und da ist eine kompakte Umgebung,
ja, geschnitten mit einer offenen Timing, da kriege ich ja durch die Unterraumtopologie kompakte Umgebungen. Also für offen, weil Umgebungen in offenen Timing wieder Umgebungen sind, da gibt es nichts zu zeigen. Also das, ja, den Teil kann ich weglassen. Also ja, sei erstmal Xen lokal kompakt und Hausdorff. Und A eine Teilmenge. Also, wenn A offen ist, ist das Ganze klar. Interessanter ist jetzt der abgeschlossene Teil. So, und zwar nehmen wir uns jetzt mal einen Punkt. X aus, aus A. So, Entschuldigung. Da A als Unterraum von einem Hausdorffraum wieder selbst ein Hausdorffraum ist, kann ich eben, reicht es jetzt zu zeigen, dass ich für jeden Punkt eine kompakte Umgebung finden kann. Also kompakt in A, ne? So gesehen bezüglich der Unterraumtopologie. Und das ist jetzt sehr simpel. Wir haben nämlich eine kompakte Umgebung von X im ganzen Raum X. So, und dann weiß ich K', das soll nämlich einfach definiert sein als K geschnitten mit dieser Menge A. Und da kommt jetzt eben die Abgeschlossenheit ins Spiel. Das Ganze ist ein Schnitt von abgeschlossenen Mengen. Und es ist eine, also es ist wieder abgeschlossen. So, und es ist eine Teilung von einer kompakten Menge. Und wir haben einen Hausdorffraum, das heißt, A ist wieder kompakt. Ne? Das heißt, das ist kompakte, kompakt. Und ja, X liegt in K'. Jetzt müssen wir eben nur noch zeigen, dass es eine offene Menge in A gibt, also in einem Unterraum, die in K' enthalten ist. Das ist aber auch sehr simpel, denn wir nehmen einfach die Umgebung, ja, die offene Menge, die wir in X haben, und schneiden die dann mit A. Ne? Das heißt also, da sei U Teilmenge K offene Umgebung von X in X. So, dann folgt U geschnitten A, das ist jetzt eine Teilmenge von K', ist offene Umgebung von X in A. So, und damit folgt, A ist lokal kompakt. Ne, wir haben eine kompakte Umgebung gefunden, benutzen jetzt den Satz von vorhin. Das ist also Satz 338. Ja, genau, Satz 338. Damit folgt, A ist lokal kompakt. So, fertig. Na, also Unterräume sind wieder lokal kompakt. Okay, der nächste Aspekt. Ich hatte jetzt vorhin in den Beispielen schon erwähnt, dass Kompaktheit so eine Art endlich-dimensionales Phänomen ist, so ganz von der groben Idee her. Und das können wir jetzt nochmal etwas präziser machen. Man kann es nämlich in einem bestimmten Fall gut formulieren. Und das ist eigentlich ein schönes Ergebnis, finde ich. Das lässt sich nachher in der Funktionalanalysis noch verallgemeinern. Und zwar, wenn wir einen normierten Vektorraum haben. So, irgendeiner. Dann gilt V ist genau dann lokal kompakt. Genau dann, wenn V ist endlich dimensional. Ne? Das heißt, insbesondere kann man damit sehen, dass zum Beispiel, oder man kann damit sehen, dass offene Kugeln in unendlich dimensionalen Vektorräumen sind nicht kompakt. Das ist halt sowas, was intuitiv im R hoch N klar ist, aber im, ja, das sieht man, das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass abgeschlossene und beschränkte Mengen nicht kompakt sein müssen. Im Allgemeinen. Okay. Ja, wie beweist man das? Also, die eine Richtung ist relativ simpel. So, nämlich, wir gehen erstmal von da nach da. Also, wir hatten gesehen, R hoch N ist lokal kompakt. So, wir wissen ja, jeder endlich dimensionale Vektorraum ist ich rede nur über reelle Vektorräume. Man könnte es auch für komplexe machen, aber ja, genau. Wie auch immer, machen wir hier schön reell. Also, wir wissen, die Dimension von V ist kleiner als unendlich. Das heißt, dann wissen wir, es gibt ein N, sodass V isomorph zu R hoch N ist. Das ist lineare Algebra, und zwar nach Wahl einer Basis. So, wir sagen also, N sei die Dimension von V, V1 bis Vn seine Basis von V. So, dann weiß ich, es gibt einen Isomorphismus Phi von R hoch N nach V. Der eindeutige Isomorphismus, der die kanonische Basis auf diese gewählte Basis abbildet.
der eindeutige Isomorphismus mit Phi von EI, also der Ita-Einheitsvektor gleich VI für alle I zwischen 1 und N, ne, lineare Algebra. So, und jetzt kann ich nachrechnen, und das spare ich mir jetzt, dass eben dann im endlichdimensionalen zumindest rechne nach, dass Phi tatsächlich ein Homöomorphismus ist bezüglich dieser der Normtopologien, also dass Phi Homöomorphismus ist. So, und dann kann ich jetzt eben den Trick von vorhin benutzen. Also ich hatte ja gesagt, also offene Kugeln sind ja immer kompakt im R hoch N. Und die hatte ich eben als, abgeschlossene Kugeln sind kompakt im R hoch N. Und die hatte ich ja vorhin schon im Beispiel verwendet. Also was ich jetzt machen will, ist einfach nur abgeschlossene Kugeln nehmen. Und ich nehme einfach Kugeln im R hoch N und schieße sie mit Phi nach V und bin fertig. Denn für V in V, so, sorry, für V in V ist dann eine kompakte Umgebung ganz explizit gegeben. Und zwar machen wir es so, wir nehmen den Vektor V und gehen erstmal zurück in den R hoch N, also 4 minus 1 von V. So, um diesen Punkt nehmen wir die abgeschlossene Kugel vom Radius 1 meinetwegen. Es spielt keine Rolle, welcher Radius. So, und die schicken wir jetzt mit Phi zurück nach V. Und da weiß ich eben, diese Kugel ist kompakt, Phi ist stetig, also ist das Bild wieder kompakt. Das heißt, diese Menge K ist kompakte Umgebung von V. So, und normierte Vektorräume sind metrische Räume und deswegen Hausdorff-Räume. Das heißt, das reicht schon nach Satz 438, um zu zeigen, V ist lokal kompakt. Das Einzige, was noch nicht aus der Stetigkeit folgt, ist jetzt, dass das hier wirklich eine Umgebung ist von, nicht von V, von klein v hier. Dass es wirklich eine Umgebung ist, das heißt, dass wirklich noch eine offene Menge drin liegt, das folgt einfach nur daraus, dass Phi ein Homöomorphismus ist und dass eben das hier eine Umgebung ist. Ne? Also Homöomorphismen bilden Umgebungen auf Umgebungen ab, das ist kein Problem. So, also die Richtung ist noch nicht so schwer, die andere Richtung, also die Hinrichtung, ist ein bisschen kniffliger, aber dafür sehr schön. Und zwar, wir nehmen also jetzt an, der Raum ist lokal kompakt und müssen zeigen, der ist endlich dimensional. Dazu nehmen wir uns erstmal eine kompakte Umgebung vom Nullvektor. Die nennen wir K, also irgendeine. Von 0. So, und jetzt kann man eben zeigen, und das lasse ich euch als Übung, wenn ich K mit einer, also als Menge im Vektor, als Teilmenge des Vektorraums mit einer positiven Konstanten multipliziere, dann ist das Ganze wieder eine Umgebung von V. Das ist einfach quasi nur Schrumpfen oder Strecken. Und ich kann zeigen, das Ding ist dann wieder kompakt. Ne? Um das halt zu zeigen, muss man eigentlich nur wissen, dass die Multiplikation mit einer Konstanten stetig ist. Das muss man kurz nachrechnen. Aber das ist eigentlich wirklich eine leichte Sache. Das heißt, dann folgt Lambda mal K ist kompakte Umgebung von 0 für alle Lambda größer 0. So, und jetzt machen wir einen schönen kleinen Rekursionstrick. Und zwar folgendermaßen. Dann folgt nämlich, wenn ich jetzt mal das Innere von K nehme, ich weiß, dadurch, dass es eine Umgebung eines Punktes ist, ist das Innere nicht leer, insbesondere. So, und das halbiere ich jetzt mal. Also ich nehme ein halb das Ganze und verschiebe diese Umgebung zum Punkt X. Und nehme jetzt die Familie von denen hier über alle x aus K, Entschuldigung. Ja, könnte ich auch über x nehmen, spielt jetzt keine Rolle. Aber wenn ich mir das hier mal anschaue, dann sehe ich halt, das sind jeweils offene Mengen, die verschoben sind. Also da könnte man jetzt noch nachrechnen, dass es wirklich offene Mengen sind. Das spare ich mir jetzt mal. Aber das hier ist eine offene Überdeckung von K. So, das hier ist offene Überdeckung von K. So, und da K kompakt ist, heißt das, ich habe eine endliche Teilüberdeckung. Das heißt, K ist kompakt. Das heißt, es gibt eine endliche Teilmenge von K, endlich, sodass K in der Vereinigung über alle x aus S x plus 1/2 K Kringel liegt.
So, und da weiß ich eben mit einer normalen Vektorschreibweise und so weiter, das ist dasselbe, in, ja, wie man Timing von Vektorräumen schreibt, wie S plus 1/2 K Kringel. So, also S ist jetzt irgendeine Menge. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme den von S erzeugten Vektorraum. So, und ich weiß jetzt, insbesondere, weil es eben eine endliche Menge ist, ne, also ein von endlich vielen Vektoren erzeugter Vektorraum ist endlich dimensional. Das können wir uns schon mal merken. So, und was ich jetzt eben zeigen will, ist, dass dieses W, dieser Raum, den ich auf diese Weise kriege, dass das schon der komplette Vektorraum sein muss. Und dafür muss ich noch ein bisschen arbeiten. Und zwar gibt es jetzt einen schönen kleinen Rekursionstrick. So, erstmal weiß ich, aus dieser Gleichung hier bekomme ich, aus dieser Inklusion bekomme ich, insbesondere ist K eine Teilmenge von W plus 1/2 K, indem ich einfach nur hier jetzt die ganze Menge nehme und hier dann halt, also ich habe nur beide Mengen vergrößert, da ändert sich nichts. So, das hat jetzt aber den Vorteil, das lässt sich iterieren. Damit meine ich das Folgende. K ist dann insbesondere eine Teilmenge von W plus 1/2 und jetzt kann ich diese Inklusion nochmal an dieser Stelle neu einsetzen und kriege hier raus 1/2 W plus 1/2 K. So, und jetzt brauche ich eben gerade wirklich, dass es ein Vektorraum ist an der Stelle, dieses W, nämlich W plus 1/2 W als Mengen, das gibt einfach nur W. So, das heißt, das hier ist dasselbe wie W plus 1/4 K. So, jetzt kann ich es weiter iterieren. Ich würde dann rausbekommen, es ist Teilmenge von W plus 1/4 W plus 1/2 K. Und man sieht jetzt, worauf es hinausläuft. Also das wäre jetzt W plus 1/8 K. So, und das kann ich jetzt einfach so weitermachen und kriege dann insgesamt raus. K ist eine Teilmenge von W. Und das kriege ich hier eben 1 durch ja, 2 hoch N immer raus. Das heißt 2 hoch minus N mal K für alle N in N. So, das weiß ich schon mal. Das ist einfach eine sehr schöne Beobachtung, die wir an der Stelle haben. Wenn ich das aber habe, so, dann kann ich jetzt mir Folgendes überlegen. Da K kompakt ist, so, das ist jetzt auch wieder ein Schritt, den ich euch als Übung überlassen würde. Da kann man sich überlegen, ich kann in einem Vektorraum immer, wenn ich eine offene Umgebung von 0 habe, jeden Punkt durch eine Multiplikation mit einer Konstanten so klein bekommen, dass er in der Umgebung liegt. Also einfach nur durch Skalieren des Vektors. Wenn ich eine kompakte Teilmenge habe, kann ich die komplette kompakte Menge so skalieren, dass sie in einer Umgebung liegt. Also ich kann quasi alles auf einmal klein ziehen. Das folgt dann wieder wirklich mit der Kompaktheit. Da muss man ein bisschen überlegen. Aber da K kompakt ist, gibt es für jede offene Umgebung U von 0 ein N in N mit 2 hoch minus N K Teilmenge von U. So, das kann ich immer kriegen. Und wenn ich das dann diese Inklusion benutze, kriege ich damit heraus, dass K Teilmenge W plus U ist für alle U Umgebung von 0. So, und jetzt kann ich mir überlegen, dass ich jede offene Umgebung von W schreiben kann als W plus irgendeine offene Umgebung von 0. Das geht immer, ne, einfach nur durch eine Translation. Das heißt, damit kriege ich insbesondere raus, es ist also in jeder offenen Umgebung von W enthalten. Und das heißt jetzt nicht, dass kein W enthalten ist, aber daraus folgt, nach Definition des Abschlusses, dass K im Abschluss von W enthalten ist. So, und jetzt wieder der letzte Schritt, den ich euch nochmal machen lasse. Da dieser Raum endlich dimensional ist, gilt, dass er abgeschlossen ist. So, das ist nicht trivial. Das folgt im Prinzip mit so einem ähnlichen Argument wie diese Äquivalenz von Vollständigkeit und Abgeschlossenheit. Aber endlich dimensionale Unterräume von unendlich dimensionalen Vektorräumen sind immer abgeschlossen. Das werdet ihr wahrscheinlich in der Funktionalanalysis dann nochmal in Ruhe betrachten. Deswegen will ich das jetzt mal auslassen, beziehungsweise euch kurz zur Übung überlassen. Also diesen Satz werdet ihr wahrscheinlich auch in etwas größerer Allgemeinheit noch in der Funktionalanalysis sehen. Auf jeden Fall, das ist abgeschlossen in V. Damit folgt, K ist eine Teilmenge von W. Ne? Dann ist der Abschluss einfach W selbst. So, und ich weiß nach Konstruktion, dass K eine offene Umgebung enthält. So, da K
eine offene Umgebung von 0 enthält. So, dann weiß ich aber, ich kann quasi alle möglichen Vektoren jeweils mal durch Skalieren in meine offene Umgebung bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt den Untervektorraum nehme, der von k erzeugt wird, ist das gleich ganz v. Ne? Weil ich jeden Vektor so reinskalieren kann, dass ich in k lande und in dieser Umgebung lande. Und ich weiß, wenn k in Teilmenge von w ist und w ist ein Untervektorraum, lineare Algebra, dann ist auch der Span hier, dann ist der auch komplett drin. Das heißt, damit folgt v Teilmenge w. So, und damit ist v, ja, damit ist v endlich dimensional, denn w ist endlich dimensional. So, das wollten wir zeigen. Das ist eigentlich ein schöner Beweis. Ich habe jetzt natürlich ein paar Argumente nicht gebracht, weil ich jetzt nicht zu weit abschweifen will, aber ja, ne, das ist, so sieht man nochmal, dass diese Lokalkompaktheit wirklich ein endlich dimensionales Phänomen ist. Okay, kurze Wischpause, dann geht's weiter. Wir machen weiter mit einer schönen Eigenschaft lokalkompakter Räume. Und zwar geht es jetzt um die Einpunktkompaktifizierung, die ich im Abschnitt 4.1 schon behandelt habe. Falls ihr vergessen haben solltet, was es ist, schaut es nochmal kurz im Skript nach oder schaut es im Video nach zum Abschnitt 4.1. Und zwar, wenn X ein Hausdorff-Raum ist, dann gilt, X ist genau dann lokalkompakt, wenn die Einpunktkompaktifizierung, schwieriges Wort, X plus, wenn die ein Hausdorff-Raum ist. Ne, also wenn die Hausdorff-Eigenschaft auf dieser Kompaktifizierung. So, und das natürlich, wenn wir jetzt mit der Kompaktifizierung arbeiten wollen, wir haben schon gesehen, die Hausdorff-Eigenschaft ist schön und wichtig, das heißt, da wollen wir dann gerne natürlich auch diese Eigenschaft haben und deswegen bieten sich hier dann eben die Lokalkompaktmodelle an. So, die Einrichtung ist klar. So, x plus ist immer kompakt, das haben wir gesehen. Das heißt, wenn x plus kompakt und Hausdorff ist, dann folgt nach dem Korollar von vorhin, das war Korollar 439, x plus ist lokalkompakt. So, nach Konstruktion sind ja alle offenen Mengen in X auch offen in X plus. Das heißt, X selbst ist offen in X plus, ist eine offene Teilmenge. Und das folgt eben nach dem anderen Korollar. Das ist Korollar 440, muss es dann sein. Ja, genau. Folgt, dass X lokalkompakt ist. So, fertig. Das war eine passende eine Zeile. So, für die andere Richtung müssen wir ein bisschen arbeiten. Aber auch nicht besonders viel, würde ich mal behaupten. So, erstmal weiß ich, x ist Hausdorff, also wir müssen jetzt zeigen, x plus ist Hausdorff, also in x plus können wir jeweils zwei verschiedene Punkte trennen. Erstmal wissen wir, x selbst ist Hausdorff, das war ja die Voraussetzung. Das heißt, wir können zwei Punkte aus x in x trennen und da jede offene Menge in x auch offen in x plus ist, können wir es dann auch in x plus trennen. Das heißt, da x Hausdorff, gibt es für alle xy aus x offene Umgebungen, ich schreibe es nochmal ausführlich an, u von x, v von y mit u geschnitten v gleich leer. Ne? Und das sind jetzt offene Umgebungen. In x und deswegen auch offene Umgebung in x plus. Also da gibt es nichts mehr zu zeigen. Was aber zu zeigen ist, ist, dass wir diesen unendlichen Punkt, den wir dazugefügt haben, dass wir den eben trennen können von den anderen. Und da kommt jetzt die Lokalkompaktheit ins Spiel. Ne? Das heißt also, bleibt zu zeigen, x aus x und der unendlich ferne Punkt lassen sich durch offene Umgebungen trennen. So, das ist aber auch total banal, denn wir wissen, der Raum ist lokalkompakt. Das heißt, wir nehmen uns jetzt eine kompakte Umgebung von x und wir nehmen uns u offene Umgebung von x, die in k liegt. So was haben wir eben, weil k eine Umgebung ist.
offene Umgebung von x mit U-Teilmenge k. So, und jetzt werden wir uns nochmal anschauen, wie die Kompaktifizierung definiert ist. Dann ist das jetzt ziemlich simpel, denn die Menge, die wir kriegen, wenn wir x plus ohne k nehmen, die ist nach Definition offen. Die Komplemente kompakter Mengen in diesem Raum sind offen. Das heißt, V ist offen in x plus. Mit, ja, das ist auch klar, der unendliche Punkt liegt in V. So, nach Konstruktion weiß ich, U liegt in K, K ist hier aber rausgenommen, also sind die beiden disjunkt. Das heißt, U geschnitten V ist die leere Menge. Und damit folgt X plus ist Hausdorffraum. Aber hier brauchen wir eben wirklich die Existenz von so einer kompakten Umgebung, die eben im Allgemeinen nicht gegeben sein muss. So, als Finale des Kapitels will ich jetzt noch einen alten Bekannten mal wieder rausholen. Wir haben nämlich jetzt einen Satz, den wir schon mal hatten, in anderem Zusammenhang, der auch für lokal kompakte Hausdorffräume gilt. Den muss ich aber noch mit einem Lemma vorbereiten. Und zwar, das ist jetzt eine allgemeine Überlegung, die nicht für lokal kompakte Räume gilt, sondern die nur so ein allgemeiner Satz ist, oder ein Lemma. Ich mach's mal, bei der Satz selber sieht es ein bisschen uninteressant aus, aber das ist schon eine praktische Sache. Wenn wir einen topologischen Raum haben, irgendeiner, und wir haben eine Folge kompakter Mengen, Folge nicht leerer, kompakter Mengen, also Teilmengen von x. So, und ich weiß, dass sie ineinander geschachtelt sind. Damit meine ich, k1 ist eine Obermenge von k2, ist eine Obermenge von k3 und so weiter. Die seien also alle ineinander geschachtelt. So, ich habe also kompakte Mengen, die kleiner, kleiner, kleiner werden. So, wenn das der Fall ist, dann gilt aber, und dazu brauche ich wirklich die kompakt. Achso, ich habe eine Annahme vergessen. Kompakt und abgeschlossen. Wir haben ja gesehen, in Nicht-Hausdorff-Räumen müssen kompakte Mengen nicht abgeschlossen sein. Sorry, das müssen wir auch noch, das müssen wir separat annehmen, weil wir ja nicht unbedingt im Hausdorff-Raum sind. Kompakte und abgeschlossene Teilmengen von x. Wenn wir das haben und die sind folgendermaßen geschachtelt, dann folgt, wenn ich den Schnitt von allen diesen nehme, der kn, das heißt also quasi immer kleiner, kleiner, kleiner und das, was dann am Ende übrig bleibt, dieser Schnitt ist nicht leer. Da liegt irgendwas im Schnitt. So, und das kann man auch sehr direkt beweisen. Entschuldigung, heute ist der Wurm drin. Wir machen das Ganze durch Widerspruch. Wir nehmen nämlich jetzt erstmal an, dieser Schnitt wäre leer. Und jetzt können wir eine schöne kleine explizite Bastelei machen. Und zwar betrachten wir jetzt erstmal für jedes n die Menge un, und zwar sei die definiert als k1, also die größte, ohne kn. So, da die kn abgeschlossen sind, ist das hier als eine Teilmenge von K1 offen in K1. Das heißt, UN offen in K1 für alle N in N. So, und da können wir uns aber Folgendes überlegen. Wenn wir jetzt die Vereinigung dieser ganzen UNs nehmen, so, dann ist das also die Vereinigung dieser Komplemente. Und wenn ihr noch wisst, wie Vereinigung und Komplemente sich vertragen, dann ist das K1 ohne den Durchschnitt der ganzen Kn. So, der ist nach Annahme aber gerade leer. Das heißt, das hier ist gleich K1. So, das heißt, wir haben eine offene Überdeckung von K1. Na, und da wissen wir jetzt, da K1 kompakt ist, es gibt eine endliche Teilüberdeckung. Es gibt Zahlen n1 bis nm für irgendein n aus n mit k1 gleich der Vereinigung i gleich 1 bis m uni. So, und jetzt weiß ich aber, dadurch, dass die kn ineinander geschachtelt sind, sind auch die ui ineinander geschachtelt. Die werden nämlich immer, da liegt quasi jetzt genau andersrum, also kn plus 1 liegt in kn. Moment, jetzt habe ich gerade Quatsch erzählt. Nee. Doch, ja, Entschuldigung. Richtig, für die offene Menge ist es genau anders. Entschuldigung, jetzt war ich gerade kurz verwirrt.
wir haben hier diese Inklusion, dadurch, dass wir aber da die Komplemente nehmen, kriegen wir es genau andersrum. Das heißt, die K1s werden immer kleiner, aber die UNs werden immer größer. Das heißt, diese Vereinigung ist einfach nur die größte von diesen Mengen. Das heißt, K ist gleich U, und das nenne ich jetzt groß N, wobei N definiert sei als das Maximum dieser Ni. So, das heißt aber, wenn jetzt, Entschuldigung, K1 gleich UN. So, wenn jetzt aber K1 gleich UN ist, so, und ich schaue mir mal die Definition an von UN, dann folgt daraus aber, KN, das ist jetzt wiederum K1 ohne, Entschuldigung, K groß N, das ist K1 ohne UN, also genau umgekehrt, das ist leer. Und das ist ein Widerspruch, da wir angenommen hatten, dass diese Mengen alle nicht leer sind. Ne? Also ist das hier der Widerspruch durch diese offene Überdeckung und damit folgt, der Schnitt der Kn ist nicht leer. So, ne? Kleine technische Rechnerei. Kurze Wischpause und dann sehen wir unseren alten Bekannten wieder. So, da ist er wieder, der Bär'sche Kategoriensatz bzw. Satz von Bär. Ich habe nochmal die Erinnerung reingeschrieben an die Definition, die hier vorkommt, nämlich eine residuelle Teilmenge. Eine Teilmenge heißt residuell, wenn sie ein abzählbarer Schnitt, oh, das N sieht auch nicht so schön aus, ein abzählbarer Schnitt von offenen und dichten Teilmengen ist. Also wir haben so einen abzählbaren Schnitt und wir hatten bisher den Satz von Bär gesehen für vollständige metrische Räume. Da ist nämlich jede residuelle Teilmenge dicht in diesem Raum. Und genau das gleiche gilt auch für lokal kompakte Hausdorffräume. Das ist also quasi wirklich auch einfach nur wieder der Satz von Bär. Also die Folgerung ist dieselbe, in einem lokal kompakten Hausdorffraum liegt jede residuelle Menge dicht. Und was wir jetzt im Beweis machen, ist im Prinzip genau das gleiche wie bei den vollständigen metrischen Räumen. Wenn ihr euch noch erinnert, wir haben da so eine Schachtelung abgeschlossener Mengen gehabt, die immer kleiner wurden. Und die Idee war dann im Prinzip, wir mussten dann zeigen, dass der Schnitt von diesen ganzen Mengen nicht leer ist. Und das haben wir dadurch gemacht, dass wir eben eine Cauchy-Folge gebaut hatten und gesehen haben, also wegen, da kam dann die Vollständigkeit ins Spiel, die konvergiert und der Limes muss eben in diesem Schnitt liegen, das heißt, der Schnitt kann nicht leer sein. So, wir machen jetzt im Prinzip dasselbe, wir bauen uns auch wieder so eine kleine Schachtelung kleiner, kompakter Mengen diesmal und sehen dann eben durch dieses Kompaktheitsargument, durch das Lemma von vorhin, wenn ich jetzt also so eine abzählbare, geschachtelte Familie kompakter Mengen habe, dann ist der Schnitt davon nicht leer. Ne? Also das ist genau, das ersetzt dieses Vollständigkeitsargument an der Stelle. Ne? Das heißt, also der Satz von Bär gilt in verschiedenen Situationen. Es gibt zum Beispiel auch, man sagt einfach auch einen Bärraum, das ist quasi ein Raum, in dem residuelle Mengen dicht sind und kann dann quasi gucken, was alles, welche Räume Bärräume sind. Also wir hatten jetzt gezeigt, ja, vollständige metrische Räume und lokal kompakte Hausdorffräume sind Bärräume und das kann man dann noch ein bisschen verallgemeinern, aber so genau braucht das eigentlich kein Mensch. Also gut, vielleicht in der Funktionalanalysis braucht man es vielleicht schon mal, da will ich jetzt nichts gesagt haben, aber in der Geometrie ist es nicht so entscheidend. Also, wir machen es mal genauso. Wir nehmen jetzt erstmal x sein lokal kompakter Hausdorffraum. Und ja, wir nehmen jetzt so eine Familie offener und dichter Teilmengen, dichte Teilmengen von x. So, und wir wollen jetzt zeigen, dass der Schnitt davon, also den Schnitt müssen wir eben auch noch definieren, ich habe es da oben zwar jetzt schon, aber hier in dem Kontext nochmal neu, also R sei der Schnitt davon. Der Schnitt der Gn und ich will eben zeigen, dass dieses R dicht liegt. Und zur Erinnerung, ich muss jetzt zeigen, der Schnitt mit jeder offenen Teilmenge von x ist nicht leer. Das hatten wir als Dicht-Heiß-Kriterium gezeigt. Also müssen zeigen, kann ich noch kurz anschreiben, dass R geschnitten mit U ungleich leer für alle U-Teilmenge x offen. So, also das ist zu zeigen. So, und das machen wir wieder mit so einem Schachtelungsverfahren, wenn wir das U haben. Und zwar wieder so ein induktiv im Prinzip. Also wir konstruieren kompakte Teilmengen und da brauchen wir eben wirklich die Lokalkompaktheit, um zu zeigen, dass wir beliebig kleine kompakte Umgebungen finden können. Das ist so die Grundidee. So, der erste Schritt ist einfach. Wir wissen, wir nehmen wieder die Gn eine nach dem anderen, so wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben und konstruieren uns da dann schöne Umgebungen. Und zwar G1 ist offen und dicht. So, damit weiß ich insbesondere, weil es dicht ist, G1 geschnitten U ist nicht leer und offen.
So, dann weiß ich aber, ich kann mir jetzt irgendeinen Punkt in dieser offenen Menge nehmen und dann ist U eine Umgebung des Punktes. Und ja, eine offene Menge ist Umgebung jedes ihrer Punkte, also ich nehme irgendeinen Punkt in dieser offenen Menge, dann weiß ich also, dass dieses G-geschnitten U, das ist eine Umgebung und wegen der Lokalkompaktheit kann ich jetzt in dieser Schnittmenge hier, in diesem G1 geschnitten U, noch eine kompakte Umgebung finden. Das heißt, hier brauchen wir wirklich da X lokalkompakt. Es existiert ein K1 geschnitten K1 Teilmenge von G1 geschnitten U kompakt. Ach so, und es ist eine kompakte Umgebung von, vom Inneren der Punkte. Das heißt, insbesondere weiß ich, es liegt eine offene Teilmenge drin und damit weiß ich, das Innere von K1 ist nicht leer. Das hatten wir beim letzten Mal mit offenen und abgeschlossenen Kugeln so gemacht beim Bärschen Kategoriensatz. Also hier ist das quasi der Ersatz dafür. So, und jetzt machen wir es induktiv. Und zwar, wenn wir jetzt gegeben haben, K1 bis Kn kompakte Mengen und das Innere von Kn sei nicht leer. So, und jetzt kann ich so machen, ich nehme jetzt die n plus erste Menge aus meiner Familie hier. So, und da weiß ich wieder, Gn plus 1 ist offen und dicht. Das hier ist offen, das heißt Gn plus 1 geschnitten mit dem Inneren von Kn ist nicht leer. Und jetzt kann ich genau wie eben argumentieren, also das ist jetzt wieder eine offene, also das ist offen in x. Also haben wir jetzt wieder hier eine offene Menge, die Umgebung jedes ihrer Punkte ist und wir finden wieder eine kompakte Menge, die drin liegt, indem wir einfach irgendeinen Punkt nehmen und eine kompakte Umgebung wählen. Das heißt, hier wissen wir jetzt, weil x lokal kompakt ist, es existiert ein kn plus 1 Teilmenge, Gn plus 1 geschnitten mit dem Inneren von Kn, kompakt. Und für dieses Ding gilt, das Innere von Kn plus 1 ist nicht leer. So. Wenn wir das aber haben, so, dann sehen wir jetzt mal, erstmal wissen wir, x ist Hausdorff. Das haben wir bisher noch nicht benutzt. Deswegen gilt, in Hausdorff-Räumen sind kompakte Mengen abgeschlossen, das heißt Kn ist abgeschlossen für alle n in n. So, das heißt, wir haben jetzt eine Familie kompakter und abgeschlossener Mengen, das waren die Voraussetzungen vom letzten Lemma. Und wir wissen nach Konstruktion eben, wegen dieser, weil es gerade so gebaut ist, wissen wir, wir haben die geschachtelt. Also K1 ist eine Obermenge von K2 und so weiter und es werden immer kleinere und kleinere Mengen. So, das weiß ich. Das heißt, wir haben alle Voraussetzungen für das Lemma erfüllt. Das heißt, damit folgt der Schnitt n gleich 1 bis unendlich. Also das folgt jetzt hier mit Lemma 443. Genau, der Schnitt von den ganzen Kn ist nicht leer. So, und ja, damit bin ich fertig, denn ich weiß eben, damit folgt R geschnitten U. So, das ist dasselbe wie der Schnitt von n gleich 1 bis unendlich Gn geschnitten U. Und jetzt weiß ich aber meine nach der Konstruktion, meine Kns sind halt so gewählt, dass das hier ja, eine Obermenge ist, also dass wirklich die Kn jeweils hier drin liegen. Das heißt, das hier ist wirklich eine Obermenge von n gleich 1 bis unendlich Kn. Und das haben wir gerade gesehen, ist ungleich leer. Also ist der Schnitt ungleich leer und damit folgt, R liegt dicht in X. Also gilt auch hier der Bärsche Kategoriensatz. Ja, das war es soweit zu lokal kompakten Räumen. Wir werden im nächsten Abschnitt nochmal darauf zurückkommen. Da wird es darum gehen, dass wir Räume stetiger Abbildungen nehmen. Und zwar nehmen wir jetzt die Menge aller stetigen Abbildungen von einem topologischen Raum in einen anderen und wollen jetzt diese Menge, also diese Menge der Abbildungen mit einer Topologie betrachten. Ne? Also eine Topologie auf diesem Rahmen. Wenn wir jetzt mehrere Varianten sehen, wir werden sehen, dass da, wenn halt die Räume, zwischen denen wir die Abbildungen betrachten, gewisse Eigenschaften haben, zum Beispiel Lokalkompaktheit, kommt mal rein und Hausdorff und so, dann verhält sich diese Topologie auch sehr schön und das werden wir alles nochmal genauer anschauen. Bis zum nächsten Video.